einer anderen Umgebung. Ich bin in Berlin in unserem Hotelzimmer. Ich bin gerade angekommen. Hier draußen ist auch eine Baustelle, also es ist ein bisschen laut, falls ihr das hört. Und ich freue mich, es hat alles so problemlos geklappt heute Morgen. Und jetzt konnte ich auch schon einchecken, obwohl eigentlich erst ab 14 Uhr ein Check-in ist. Und jetzt mache ich mich mal auf die Socken. Ich habe ein bisschen Hunger, es ist 11:45 und ich glaube, ich suche mir einfach ein nettes Café, wo ich irgendwie was Kleines essen kann. Heute Abend treffe ich mich nämlich mit Luca zum Essen. Bis dahin werde ich aber ein bisschen in Vintage-Läden gucken, ein bisschen schlendern und einfach die Zeit genießen. Ich habe gestern und vorgestern so einen Stress gehabt, weil ich alles abhaken wollte, bevor ich hierher fahre. Und jetzt kann ich einfach chillen und ich freue mich total. Lena kommt heute Abend, die hole ich dann noch vom Bahnhof ab. Die muss heute noch arbeiten. Ja, soweit so gut. Kommt mit nach Berlin. Und für diejenigen, die es interessiert, wir sind im Generator Hostel und wir haben ein Doppelzimmer und es sieht so aus und ich finde es eigentlich ganz sweet. Also einfach ein großes Doppelbett, es gab sogar Handtücher und ein kleines Bad. So viel dazu. Ich mache mir jetzt mal auf die Socken. Hauptsache ich sitze hier literally 10 Minuten und schmeiße den auf den Boden. Und kann die Hälfte meines Brötchens nicht essen, weil ich das auf den Boden geworfen habe. Das ist einfach so ich. Ich treffe mich jetzt mit Luca in der Stadt und das ist mein Outfit. Die Bluse habe ich heute geshoppt bei Vintage Revivals. Die hat ein paar Flecken, ist mir aufgefallen. Hoffentlich kriege ich die raus. Bauchtasche Ping-Pong, Hose wie immer Monkey, Schuhe Superga und ich muss jetzt dringend los. Ich bin jetzt hier mit Luca Naujoks. Schon wieder am Essen. Und wir essen natürlich und wir haben diesen kranken veganen Teller bestellt. Wow, sieht das gut aus. Gesprungen. Hallo. Oh, Leute, ich bin fertig. Guck mal, wer hier ist. Ich habe einfach eben schon meine Hose ausgezogen und war dann so, Moment, ich muss noch kurz vloggen. Aber das Licht ist auch echt beschissen. Hier ist ein bisschen besser. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war mit Luca noch was essen. Es war so lecker. Wir hatten so einen veganen Falafelteller zu zweit. Das Restaurant hieß Alibaba. Wir wollten eigentlich zu 1990 Vegan Living. Aber da war so eine lange Schlange, dass wir quasi zwei Restaurants daneben waren. Und der heutige Tag war einfach nur gefüllt mit rumlaufen und durch die Gegend schlendern und ich habe ganz, ganz viel in Vintage-Läden geguckt und es war voll schön und das Wetter war auch voll gut, also good day. Und jetzt zeige ich euch und Lena noch, was ich noch gekauft habe. Wo ist mein Stativ, Lena? Was ist denn? Was ist denn? Du hast es weggemacht. Wow. Und der ist von vorne einfach so, von hinten so. Wow. Und der ist aber mir ein bisschen groß als Badeanzug, aber so als Top dachte ich. Ja. Und wenn man irgendwie mal eines Tages wieder feiern geht oder so, dann ist das einfach perfekt. Weil es ist ja Badeanzugstoff. Wenn du schwitzt, dann ist es halt... Ja. Wie geil ist der? Und der war von 19,99 € minus 50%. Call me Vintage Queen. Da nichts irgendwie überlegen. So, und Lena und ich machen uns jetzt Bett fertig und dann gehen wir pennen, weil wir sind Omis. Oh, und an dieser Stelle noch einmal... falls ihr das hier seht, ihr lieben Mäuse, dann nochmal schöne Grüße an euch. Die drei lieben Mädels aus der Nähe von München, die uns eben angesprochen haben. Wir haben uns richtig drüber gefreut. Also, falls ihr mich irgendwo seht, dann sprecht mit mir, weil ich freue mich voll, wenn ihr mich ansprecht. Also wirklich. Guten Morgen, ihr lieben Mäuse. Wow, bin ich gut gelaunt. 10:15 und 10:30 treffen wir uns zum Frühstücken mit einem sehr, sehr guten Freund von uns, mit dem wir schon bei vielen Gaga-Konzerten waren und einer, den wir viel zu selten sehen. Und wir gehen zum, wo gehen wir hin? Mundvoll. Mundvoll. Café Mundvoll in Kreuzberg. Und anscheinend haben die ein sehr gutes veganes Frühstück auch. Und dann ist der Rest des Tages der Plan, dass wir einfach ein bisschen rumlaufen wollen, ein bisschen gucken. Und wir wollen noch ein Bubble Tea trinken gehen heute Mittag mit Konzi. Heute Abend gehen wir zu Jojo Food World und ich freue mich drauf, weil das ist immer unser Berlin Highlight einfach. Weil das einfach das krankste vegane Restaurant ist und wir machen immer dasselbe in Berlin. Und es ist eigentlich dumm, weil es so viele vegane Restaurants gibt, aber
Ja, wir lieben einfach das Zeug, was wir lieben, was wir immer machen. Ich hoffe, die Sonne kommt noch ein bisschen raus, weil ich habe nicht vor, eine Jacke mitzunehmen, sondern nur das anzuziehen. Aber wird schon. Wir sehen uns später beim Frühstück. Mal Leute, ich wollte gerade sagen, das ist Frühstück. Das Skinny-Version, um ehrlich zu sein. Vor allem, es gibt auch gar keinen. Es gibt einfach auch gar keine Butter. Wir sind jetzt frühstücken. Beim Mund voll. Und ich. Also, wenn die Aufstriche jetzt richtig geil sind, dann bin ich Fan. Aber. Let's see. Aber das Brot sieht ganz gut aus. Aber nicht den Magen. Wir sind skeptisch. So, wir haben jetzt gefrühstückt. Das war echt nicht so geil. Also, empfehlen würde ich das nicht nochmal. Es war auf jeden Fall nicht so viel irgendwie. Wir sind nicht so satisfied, aber es gibt nachher noch Bubble Tea und wir gehen jetzt ein bisschen Läden gucken noch. Wie würdet ihr das Frühstück von 0 bis 10 bewerten? Es war eine Skinny 3. Skinny 3? Ja, 3,5. 3,5? Okay, ja, ich würde auch 3,5 geben, glaube ich. Der Cappuccino war okay. Ja, war der gut? Ja. Mein aber Kaffee war auch nicht so mega gut. Eigentlich bin ich gar kein Kritiker. Ich muss auch sagen, so ein kleines Update an dieser Stelle. Wir sind jetzt wieder am Hackischen Markt bei Muji gewesen, weil ich brauchte Stifte und ich sehe es immer nicht ein für die paar Stifte, die ich kaufe, die online zu bestellen. Deshalb haben wir die kurz hier besorgt. Jetzt gleich wollen wir Bubble Tea trinken gehen. Ich glaube auch, dass wir da ewig anstehen werden, aber wir werden sehen. Und wahrscheinlich lohnt es sich ja auch. I keep you updated. Und ja, ich bin so ein bisschen verlassen, weil Lena steht noch an der Kasse an und Heiner holt Getränke. Und ich denke, dann gucken wir einfach noch ein bisschen Läden. Und es ist so witzig, weil man einfach so weird angeguckt wird die ganze Zeit, wenn man so sich selber anguckt. Aber alles für den Blog, ne? Wir trinken jetzt Bubble Tea. Ich habe schon gesaut. Und welcher schmeckt am besten, Leute? Also meiner nicht. Nee, deiner nicht. Ich glaube, ich meiner hat schon... Ich habe nämlich so einen normalen Matcha. Leni, deiner sieht geil aus. Der eigentlich ist lecker, ja. Darf ich das mal probieren? Mhm. Teste mal. Dass ich nicht die gleiche Nummer wie ihr. Ja, probier doch mal. Das ist mit Mango und Kokosnuss. Der ist richtig köstlich. Fruchtig. Das ist köstlich. Was? Ich will es auch probieren. Oh mein Gott. Ist das das Gleiche? Ja. Das ist ja wie so ein Slush. Ja, oder? Oh mein Gott, das ist geil. Ja. Tragic. Okay. Der ist so richtig sommerlich auch. Okay, der ist wirklich Ihr könnt meinen kaum. Auch probieren, aber... Der ist wirklich lecker. Oh mein Gott. Das ist dieser hier. Oh. Den würde ich nicht wählen. Ich hätte es auch nehmen sollen. Okay, das Mango-Ding schmeckt richtig geil. Der Kamera. Ich kann nicht mal anstoßen. Cheers, Leute. Cheers. Der macht jetzt einen Boomerang, der ist nicht cheers. Ich hab niemanden von euch angeguckt. So, niemanden. Neuer Tag, neues Glück. Wir machen uns gerade fertig. Es ist unser letzter Tag in Berlin. Wir gehen heute frühstücken bei Bramibals Donuts, weil das muss sein, wenn man in Berlin ist. Und was wollte ich eigentlich sagen? Die machen aber erst um 11 auf, deshalb müssen wir uns bis dahin jetzt noch die Zeit vertreiben. Ich denke, wir fahren dann einfach in die Richtung, vielleicht trinken wir schon mal irgendwo einen Kaffee oder so. Gestern Abend war es noch richtig schön. Wir haben noch ganz, ganz lang in einer Bar gesessen im Prenzlauer Berg, die hieß Lambar. Und da gab es so verschiedene Getränke der Woche und die konnte man in Lamm und Lämpchen bestellen. Und die Lämpchen waren halt kleine Drinks und Lamm wäre halt ein großer Cocktail. Und so konnte man halt so mehrere probieren. Mega, mega lecker und auch mega schön gelegen eigentlich. Also wenn ihr da in der Nähe seid und irgendwie was sucht, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, die wir aussprechen würden. Und uns mit zwei Leuten dort, also ganz entspannte Runde. Hoffentlich kriegen wir überhaupt einen Tisch um 11 Uhr morgens am Sonntag. Ich sehe es ja noch nicht. Und danach weiß ich auch noch nicht. Wir haben noch nicht so richtig Pläne. Vielleicht gehen wir zum Mauerpark. All over the place. Auf jeden Fall hatten wir einen super schönen Abend gestern. Wir waren auch bei einem Restaurant, das man auch empfehlen kann, wenn man nicht so viel Hunger hat. Das Restaurant hieß Rion. Ich verlinke euch alles mal, wo wir waren in der Infobox. Soweit so gut. Ich habe überhaupt keinen Bock, nachher nach Hause zurückzufahren. Wirklich 0%. Aber ja, what can you do? Nächste Woche steht Umzug an. Aber es war voll schön, dass wir jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen gechillt haben. So, ich mache mich jetzt mal fertig. Lini und ich sitzen jetzt hier und da hinten ist Bramibals.
Und das heißt, sie haben noch nicht offen. Wir sind zu früh. Aber wir freuen uns richtig, weil jetzt geht es richtig los, das Geschlemme. Und auch Entschuldigung, dass es die ganze Zeit nur um Essen ging, aber das war auch so the main thing, was wir in Berlin machen wollten. Und nachher noch Jojo Food World. Unsere Koffer haben wir weggesperrt. Die holen wir dann später noch ab. Lena, was war dein Highlight von unserem Berlin-Trip? Einfach das Zusammensein gestern. Es war einfach wunderschön. Ja, wir sind so ganz unerwartet noch mit so ein paar FreundInnen von uns ganz, ganz lang zusammengeblieben. Auch so, die wir von Gaga kennen. Und das war so richtig schön. Und jetzt überlegen wir, ob wir zusammen in den Freizeitpark fahren. Also random, aber das wollen wir schon so lange machen. Auf jeden Fall. Wir müssen das machen. Es waren alle gleich excited. Wir müssen das bald jetzt schon mal ansprechen, dass die Leute das... Ich zeige euch dann die Donuts. Bis später. So, liebe Freunde, hier sind wir endlich. Es gibt einmal Bienenstich, Nougat, Vanilla und Fruit, Double Fruit, Fruit Bowl, Weekend Fruit Bowl. Geil. Wir sitzen jetzt in einem Hauseingang und Lena isst ein Calamari. Ein vegan. Wow. Und sie sind anscheinend gut. Ich heule einfach so laut. I can't. Das ist alles, was ich wollte. Und das sind vegane Calamari. Lena, wie glücklich. Das ist so geil. Einfach du schreist, wenn du das probierst. Auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir 12 glücklich. Ja, das ist wirklich so. Alter, einfach deep fried stuff I wanted in my mouth. Prost. Nee. Ich glaube, ich würde auf meine halt die Mette machen. Gerade realisiert, dass gestern der beste Tag 2021 war, weil es einfach so schön war und das ganze Jahr war einfach bisher ungefähr beschissen. Und jetzt, der heutige Tag ist aber auch close, einfach weil es kulinarisch ein Highlight das nächste jagt. Und zwar sind wir bei Kiez Vegan und wir haben Kuchen. Und zwar Möhrenkuchen, ne? Mhm. Und ich habe dieses Karotten-Schoko-Walnussbrot ausgesucht und ein Cappuccino. Ich habe mich diese Woche bisher noch gar nicht gemeldet. Es ist Mittwoch jetzt inzwischen. Ich habe die letzten zwei Tage gearbeitet und es war so stressig und ich glaube, unser Rauchmelder, die Batterie ist leer. Deshalb piept der im Hintergrund. Ich kümmere mich da gleich drum. Ich habe gleich mit Lena zusammen die Wohnungsübergabe um 8 Uhr morgens. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben einen Termin um 8 Uhr morgens hatte. Aber da fahren wir jetzt gleich hin und bis dahin fange ich den Vlog an zu schneiden. So ihr Lieben, hello. Ich habe jetzt gerade schnell Sport gemacht. Es ist nämlich jetzt 12:30 und um 1 gehen die Bewerbungsgespräche für die neuen AutorInnenplätze bei Tiernier los. Und zwar bis heute Abend um 6:45. Das wird, glaube ich, ganz schön intensiv. Wir hatten jetzt vorgestern auch schon Gespräche für die neue Social Media Designer Person und werden auch in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich noch die Gespräche für die GestalterInnen machen. Das Team ändert sich gerade und es ist irgendwie einfach alles sehr, sehr viel. Es werden uns viele Steine in den Weg gelegt, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Aber gleichzeitig ist es einfach gerade alles sehr, 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 sehr viel. Also ich weiß gar nicht, warum ich immer so dazu komme, dass ich mir in den Semesterferien, dass dann so viel los ist, dass man irgendwie denkt, oh Gott, wie soll ich denn jetzt Uni auch noch wieder unterkriegen? Und also ich will eigentlich gar nicht so viel darüber sprechen, dass ich so viel zu tun habe, weil ich glaube, das nervt auch. Aber ich will auch einfach ehrlich mit euch sein und sagen, ich mache zwar viel, aber ich struggle im Moment extrem. Ich vergesse Termine und ich vergesse Vorhaben und ich schiebe viel vor mir her. Ich muss krass priorisieren und freue ich mich einfach nur noch auf den Urlaub. Also ich kann es nicht abwarten, bis ich am 5. September einfach abdüse, weil ich kann nicht mehr. Das mit dem Umzug kommt halt jetzt immer noch oben drauf und das ist echt so ein Fass ohne Boden. So ist es im Moment, aber was ich auch an der Stelle sagen möchte ist, Sport ist für mich trotzdem eine Priorität. Also ich habe jetzt mir, ich weiß, ich sitze bis heute Abend 6:45 am Computer und dann sage ich, okay, dann mache ich heute Vormittag, dann kram ich mir diese eine Stunde frei. Und deshalb habe ich mich früher an den Computer gesetzt, ein bisschen was erledigt. Und werde dann wahrscheinlich nach den Gesprächen noch ein bisschen Vlog schneiden. Aber diese Stunde Sport musste jetzt sein. Ich probiere auch gerade ein neues Sportset aus, dazu aber in einem anderen Video mehr. Ich liebe es absolut. Ich ziehe mich jetzt an. Ich werde mich ein bisschen abduschen
Und dann geht's an den Computer. Freue mich auch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die neuen Leute. Und so. Oh, es war irgendwie richtig intensiv und krass, diese ganzen lieben Leute kennenzulernen. Ich bin so völlig geflasht von diesen ganzen Einreichungen und von den Texten, denen die Personen sich beworben haben. Und ja, ich bin völlig geflasht, aber auch richtig erledigt jetzt. Und mir ist aufgefallen, dass ich ja morgen nach Hause fahre. Und Freitag ziehen wir um. Das heißt, ich muss eigentlich heute und morgen fertig Sachen packen. Und das meiste ist auch gepackt, aber es gibt halt noch ein paar Sachen, die ich packen muss. Deshalb werde ich heute Abend wahrscheinlich noch ein bisschen packen, vor allem in der Küche. Jetzt setze ich aber erstmal einen Chinakohl auf. Den habe ich nämlich letzte Woche noch geerntet und der muss jetzt heute mal verwendet werden. Und das mache ich jetzt als erstes und dann werde ich ein bisschen packen. Oh mein Gott, es sieht echt einfach nur sad aus. Aber das ist auch, weil es einfach eingekocht ist. Das ist jetzt Chinakohl gekocht mit Sojasahne und Champignons und Sojasauce. Und obendrauf habe ich noch ein paar frische Tomaten gegeben und hier ist noch eine Karotte und das gibt's jetzt. Hallo, it's me. Ich habe gerade Vlogo geschnitten. Irgendwie war es bisher die Woche echt viel. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie viel los und jetzt habe ich noch so ein bisschen Kisten gepackt und langsam wird es richtig leer und eben bin ich auch kurz emotional geworden, weil ich das verrückt finde, dass das jetzt einfach die erste Wohnung ist, in die ich ziehe, die mein Papa nicht mehr kennen wird, weil die hier hat er ja mit mir noch bezogen bzw. mir geholfen zu beziehen. Die nächste wird er halt einfach nie kennen und die Realisation hatte ich jetzt irgendwie vorhin, als ich so drüber nachdachte, dass wir noch die Rollos abmachen müssen, weil unser Nachmieter die nicht übernehmen will und dann muss ich die alle abnehmen und die Löcher stopfen und so. Oh. Vielleicht seht ihr das auch. Es wird jetzt langsam echt leer. Alles ist es dann immer noch lange nicht, aber es wird auf jeden Fall weniger. Und weil ich morgen auch noch dann gegen Abend nach Hause fahre, weil der Notartermin am Freitag halt in der Heimat ist, kann ich halt morgen nicht mehr packen und Freitag ist ja dann Umzug. Das heißt, ich muss morgen echt noch einiges machen. Aber ich muss jetzt für heute erstmal einen Cut setzen und ich bin in letzter Zeit richtig obsessed mit Mood Ring von Lord. Der Rest des Albums, den finde ich so lala, wie die meisten Leute. Aber Mood Ring ballert schon richtig. Ich bin fertig. Es ist 10:30. Oh. I got lost. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett. Dann sehen wir uns morgen nochmal wieder. Bis morgen. So, ihr Lieben. Ich habe den nächsten Vlog schon angefangen. Der nächste Vlog wird nämlich Umzugsvlog. Der wirkliche Umzugsvlog. Ich werde jetzt aber diesen Vlog hier auch beenden, weil ich auch den noch fertig schneiden muss heute und ich hoffe, ich kriege das noch hin. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in der neuen Wohnung. Say goodbye to her. Tschüss.